Moin zusammen, hier ist Auri. Wir sind zurück bei unseren Persern hier in der alten Welt und haben ja zuletzt einige Spione eingesetzt. Und das Ganze trägt schon Früchte, wie ihr hier seht. Nämlich scheint es so zu sein, dass Spione dann auch dafür sorgen, ja, und uns mit Informationen versorgen und dafür sorgen, dass wir die Städte, wo eben Spione sitzen, und das ist hier in Assyrien, in Dur, Charukin und eben auch hier in Karthago in Karalis. Wir sehen, dass auch hier überall römische Einheiten rumstehen. Wir volle Sichtweite auf die Städte plus ein Feld drumherum haben. Und wir sehen hier auf den ersten Blick, dass diese Stadt völlig, ja, im Grunde ungeschützt ist, glaube ich, kann man sagen. Hier liegt eine, oder hier steht ein Onager, eine Belagerungseinheit und ansonsten ein popliger, ehrlicherweise nicht besonders mächtiger Bogenschütze. Also, die Stadt liegt wirklich ziemlich blank da. Und wir schauen mal, wenn wir auch auf Karthago schauen. Macht schwächer, Wissen immerhin hoch gebildet. Naja, gut, das schauen wir uns an. Wir schauen aber auch parallel so ein bisschen fragend nach hier oben in den Norden, wo wir unsere beiden Städte gründen wollen, die wir auch schon für uns vereinnahmt haben. Das müssten auch diese römischen Einheiten sehen. Aber dennoch fragen wir uns, warum sind hier so viele römische Einheiten? Hier haben wir unseren Siedler, er wird, naja, ich würde mal sagen, noch mindestens 2 Jahre brauchen. Nein, 2 Jahren soll das aber geschafft haben, in wenigstens einem der Standorte eine Stadt zu bilden. Der zweite befindet sich hier und ist auch auf dem Weg. Beide können aber erst im nächsten Jahr weiterreisen und entsprechend würde ich sagen, wir beenden unser Jahr und schauen dann, was im Jahr 146 passiert. Bleiben mal hier oben vielleicht mit dem Blick. Werden dann mal schauen, wie die Einheiten sich hier bewegt haben am Ende des Tages. Rom ist noch dabei, seinen Zug durchzuführen. Ja, bewegen die sich überhaupt? Kann natürlich auch sein, dass die einfach hier stehen bleiben. Ah, sehr schön. Und unsere Kanzlerin Sand ließ sich von den Stadtoberhäuptern über die Missstände informieren und re reduzierte daraufhin die Unzufriedenheit. Sehr gut. Ich glaube, wir hatten sie noch auf einer Mission hier in Kyrishate. Unzufriedenheitsstufe um 1 reduziert. Sehr gut. Ah, und unser Siedler hat hier echt einen schweren Weg vor sich. Weiter als hier kommt er nicht. Das machen wir auch mal als erstes und unseren zweiten Siedler schicken wir dann nach. Weitmöglichster Weg. Mit Versuchung, dass wir hier vielleicht den Wald meiden können. Da durch den Wald zu ziehen, das ist ja durchaus aufwendiger. Den bringen wir mal hier hin. Dann schauen wir mal, wir haben tatsächlich 4 untätige Städte, was gut ist. Und zwar ist Samarkand die erste. Die Samarkand hat ein Arbeiter abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Okay, dann ist die Frage, was machen wir hier als nächstes? Und ich würde hier, 2 Bürger haben wir. Das Archiv wäre hier natürlich auch interessant. Ein Dichterlehrling wäre auch interessant, braucht auch nur 1 Jahr, das ist ja super. Ich würde aber hier vielleicht nochmal auf einen Jünger des Zoroastrismus gehen, der vielleicht in einigen Städten dann nochmal Tempel baut und dergleichen. Und ich denke, dann sollten wir das aber nutzen und hier einen Dichterlehrling und vielleicht auch, es ist hier sinnvoll, ein Archiv, was uns Forschung bringt, auch nochmal mit anschließen. Dann haben wir hier diese Stadt erstmal ganz gut ausgelastet und die nächsten 5 Jahre sind die beschäftigt. Die nächste Stadt ist Tus. Die hat einen Mönchslehrling abgeschlossen. Graben wäre hier noch eine Sache. Thema Unzufriedenheit. Ja. Bleibt auch einfach eine Grenzstadt zu Griechenland. Aber ein Meisterdichter wäre hier auch eine schöne Sache.
Sinnvolle Statthalter haben wir hier nicht. Was ist mit der Familie der Meran? Wirklich geeignete Leute haben sie hier nicht. Ich glaube, ich würde hier auf den. Der Älteste ist natürlich noch stärker, ne? Hm. 104 Stadtkapital für die Produktion. 13 Jahre. Aber unsere neue Königin Kassandane ist ja auch selber Befehlshaberin. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das ein Thema ist, was sie interessieren könnte, hier den Offiziersältesten in Tus zu haben. Und naja, ob dann der Graben das nächst sinnvolle ist, das werden wir mal abwarten. Aber wir haben noch zwei Städte. Das eine ist Anshan, die den Dichterältesten abgeschlossen hat. Sehr gut. Fünf Bürger haben wir hier. Wow, das ist jede Menge. Vielleicht können wir hier nochmal auf den Steinhauer gehen. Ist ja auch eine Stadt, die sehr, sehr viel Stein produziert. Und der hier würde uns plus 6,2 bringen. Das ist sehr gut auch an dieser Stelle. Und noch eine Stadt. Und das ist jetzt Katura, genau, die jetzt zwischenzeitlich einmal den Rat abgeschlossen haben. Auch hier können Bergarbeiter. Und auch hier ein Steinhauer würde uns nur 4 bringen. Die Unzufriedenheitsstufe 6, immer noch nicht besonders gut. Auch hier ein dichter Lehrling. 2 Jahre. Bringt Geld, bringt Forschung, bringt Kulturentwicklung. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. So, dann haben wir unsere Städte soweit abgeschlossen. Zwei Arbeiter sind auch noch mal untätig. So, das bist du. Du bist neu ausgebildet. Sogenannte Wanderarbeiterin. Ah, und hier kann es jetzt gebaut werden. Die Hagia Sophia. Wir hätten tatsächlich das Geld, um. Und zwar locker, um die Differenz der Steine zu auszugleichen. So, die Steine kaufen am Weltmarkt. Ich würde allerdings ganz gerne hier das Ganze bauen und dann im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr hat diese Arbeiterin hier das Sägewerk abgeschlossen und dann haben wir hier noch zwei Standorte. Ja, das wären auch interessante Standorte für Holz, aber hier dieses Weltwunder zu bauen, fände ich auch sehr, 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 sehr interessant. Außerdem, wir hatten ja zuletzt nachgeschaut, in den Städten der Miran haben wir noch kein Weltwunder, also auch an der Stelle eine wichtige Sache. Das heißt, die kann etwas anderes tun. Etwas anderes Sinnvolles. Ein Pantheon, auch das wäre ein Weltwunder. Ne, das lassen wir erstmal weg. Jetzt haben wir die ganzen Weltwunder hier vorgeschlagen. Du baust hier die Bibliothek. Könnten wir sonst vielleicht gleich weitergehen und du baust hier noch einige Zellen, du bist auch fertig. Schauen wir erstmal, was du bauen kannst. Noch ein Steinbruch. Ja, sicher nicht falsch. 20 Eisen, Eisen haben wir locker. Hier haben wir die Bauernhöfe. Ist die Möglichkeit, hier einen Weiler zu bauen vielleicht? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, um das hier weiter sich ausweiten zu lassen. Werden hier einen Weiler bauen, der dort allerdings, ja, wir machen das dort angeschlossen wäre, ans Handelsnetzwerk und auch hier. Ja, wobei, wenn wir einen Weiler bauen, sehen wir das, wie sich das, wo ist er denn da? Wie sich das Land weiter ausgrenzt. Doch gerne so ein bisschen Griechenland abschneiden. Von daher, auch wenn der hier nur 10 Gold bringt, würde ich den Weiler hier bauen.
Ja, das machen wir mal. So, wo ist er? Hier ist der Weiler dann. So, und diese Einheit hat hier die Zelte gebaut bei den Elefanten. Dann ist jetzt die Frage, wie machen wir in Teredon weiter? In Teredon, hier sind noch weitere Schiffe unterwegs. Eine Dromone schon aus Griechenland. Wow, stark. Und eine Trireme aus Karthago. So, schon ein. Ja, müssen wir mal kurz hier aus der Stadt rausgehen, damit wir uns dieses beeindruckende Schiff hier aus Griechenland anschauen können. Die offensichtlich gekämpft haben, wie es aussieht. Gegen wen? Wir wollten aber kurz auf Teredon schauen. Hier ist das Thema Unzufriedenheit tatsächlich noch so eine Sache. Theater haben wir schon, Kaltbadehaus haben wir schon. Hier haben wir den Weiler. Hier haben wir das Theater. Hier haben wir die Elefanten. Hier wird nochmal Nahrung vorgeschlagen. Oder auch hier die Bibliothek. 3,2 Forschung, das ist auch gut. Hier wird sonst auch eine Feste vorgeschlagen. Kaserne und Schießstand angrenzend. Ja, dann wäre hier noch ein guter Standort, ehrlicherweise, für einen Schießstand auch. Ich würde sagen, hier auf dem Hügel bauen wir aber erstmal die Bibliothek. Okay, gut, dann schauen wir mal, unser Spionagemeister, weitere Spione einzusetzen, verbraucht in Anführungszeichen nur Befehle. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch Stadtkapital kostet, aber das würde ich mir jetzt gerne sparen. Wir kommen leider, wobei 300 reichen uns ja. Dann können wir nämlich in der nächsten Runde das Wunder beginnen. So, und welche römische Stadt wäre für uns jetzt interessanter? Wir haben hier Modica oder Rom selbst. Das ist die Grenzstadt, ne? Wäre schon interessanter. Oder Pella in Griechenland. Wo ist Pella? Region? Quirene? Pella, hier haben wir noch gar nichts aufgedeckt. Hier steht der Koloss. Ja, das ist, glaube ich, am interessantesten, hier nochmal nach Pella zu schauen. Und dann werden wir, diese Dame ist doch schon relativ alt, werden wir ihn mal schicken. Ordaschir den Jüngeren aus dem Hause der Miranen. Und dann sehen wir es schon. Wie hier die Stadt Pella aussieht. Und auch hier sind ehrlicherweise relativ wenig Einheiten zu sehen. Interessant. Gut, und damit haben wir schon 3 von 6 möglichen Spionen eingesetzt. Und die sind auch alle untätig. Handelsmission. Die sind mittlerweile auch. Rom ist verärgert. Handelsmission mit Rom, 100 Stadtkapital. Nee. Stadtkapital werden wir jetzt nicht machen. Nee, alles, was Stadtkapital kostet, werden wir jetzt nicht machen. Kann unsere Kanzlerin noch was tun? Tatura, auch das kostet 100 Stadtkapital. Auch das werden wir nicht machen. Unser Botschafter, den, achso, den haben wir uns gerade angeschaut, der Spionagemeister. Nee, okay, dann denke ich, werden wir die restlichen Punkte dann auf unser Militär verwenden. Und zwar hat man doch hier jetzt eine neue Einheit. Und zwar die Keulenkrieger. Die werden wir jetzt mal nehmen. Und auch die werden sich hier auf den Weg machen. Und dann haben wir hier auch noch Einheiten im Norden. Stehen jetzt daneben. Es werden immer mehr irgendwie, ne? Erforschen die noch was? Also wenn die uns jetzt hier noch angreifen und die Stadtstandorte nehmen, dann wird das aber. Vor allen Dingen greift uns dann auch gleichzeitig Griechenland an. Gut, wir werden das sehen. Wir haben hier unsere Miliz natürlich. Wir haben hier auch noch mal sehr starke Keulenkrieger. Ich denke, auch die werden sich mal mit auf den Weg machen. Dann haben wir hier die Hatra-Wächter, die sollen stehen bleiben. Und hier haben wir die Kamelbogenschützen.
Du baust auch eine Bibliothek. Wir haben auch hier keinen Schießstand. Na, ich traue der Sache noch nicht. Diese Kamelbogenschützen würde ich mal hier stehen lassen. Diese Keulenkrieger nehmen wir aber mal mit. Und dann gehen wir unsere Militäreinheiten nochmal durch. Hier haben wir noch den Wagen. Der Wagen kann sich mal bis hier vorwagen. Und ich würde sagen, wir machen uns weiter auf den Weg. Worauf sollen wir warten? Wir werden hier mal eine Einheit vorschicken, die so ein bisschen aufklären kann. Sich hier durch den Wald zu kämpfen, ist natürlich auch mühselig. Ich denke, wir werden mal den Weg hier durch die, möglichst durch die römische Stadt suchen. Die dürfen wir ja durchaus betreten. Wir schauen nochmal auf die Einheit. Ich denke, wir sollten hier am Rand schon mal die Einheiten platzieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, wenn man eine Stadt betreten hat, ob man dann direkt angreifen darf oder vorher den Krieg erklären muss. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man. Ah, wir müssten zuallererst, wir können gar nicht direkt den Krieg erklären. Dann kommt der Waffenstillstand. Okay, also wir kommen von Frieden nicht unmittelbar weiter. Also wir können nicht vom Frieden direkt in den Krieg wechseln, was eigentlich auch Sinn macht. Das müssen wir aber mit in Betracht ziehen. Ach so, die Befehle sind schon wieder aufgebraucht. Ja, so schnell kann das gehen. Griechenland ist uns auf den Fersen weiterhin. Ich denke, wir sind aber ganz gut unterwegs und können hier im nächsten Jahr unser Wunder bauen. Wir werden das Jahr entsprechend erstmal beenden, dass wir eine Runde weiterkommen. Rom, über 100 Befehle, das ist ja unglaublich. Was haben die? So groß, also wo kriegen die diese vielen Befehle her? Das würde mich schon nochmal interessieren. Wunsch nach Krieg. Oh, okay, es ist jemand gestorben in Rom. Uns erreicht die Kunde. Also, oder uns erreicht Kunde aus Rom. Königin Marcia ist gestorben. Ein neues Haupt, Königin Calpurnia, hat den Thron bestiegen. Sie ist uns gegenüber misstrauisch. Okay, 41 Jahre ist sie auch schon alt. Harpokos, der Wissenschaftler, hat Jazegerd unterrichtet und hat sein Charisma erhöht. Ist sehr gut. Oh nein, und diese Generälin. Sie ist gefallen im Kampf der Keulenkrieger. Oh nein. Ach, sie war doch sehr gut. Und Herzog Hormsi tut alles, was nötig ist. Er ist jetzt skrupellos. Das gilt als Schwäche. Bringt ihm Mut. Geht aber zu Kosten seiner Disziplin, was dann global tatsächlich auch zu Kosten unseres Geldes geht, weil er Hofmitglied ist. Okay. Das plötzliche Erscheinen von Gesandten aus Syrien verursacht Chaos am Hof. Ihr Oberhaupt Sanherib verlangt, dass wir uns gegen Griechenland rüsten. Dies ist keine leichtfertig zu treffende Entscheidung. Was sollen wir tun? Wir hegen nichts in Richtung Griechenland. Wir lassen den Dingen ihren Lauf. Dadurch bekommt sie Erfahrungspunkte, aber Assyrien ist sauer, weil wir den Krieg nicht erklärt haben. Und eine neue Macht erhebt sich in Rom. Aus dem Ausland kommt die Nachricht, dass die Herrscherin Roms tot ist. Sie wurde durch einen Fall vom Pferd getötet. Oha. Calpurnia ist jetzt die neue in Rom. Eine neue Macht erhebt sich, ja, und mit ihr sollten wir uns durchaus mal auseinandersetzen, denke ich. Nochmal 20 Erfahrungspunkte, sehr gut. Aber sie ist jetzt hier bei 0, gar nicht so schlimm. Ehrlicherweise, wir sollten eher so ein bisschen in Richtung Griechenland schielen. Aber es geht erst um Oligarch Ardaschir, ist über das Zerwürfnis zwischen euch und einem Familienmitglied der Meran, der Spionin Sura, erschüttert. Es wirft kein gutes Licht auf seine Führung als Oligarch. Ja, da soll er sich mal darum kümmern. Wenn andere
Niraniden mit der Krone im Streit liegen und er würde gerne für euch Fürsprache halten. Das würde hoffentlich eure Beziehung mit Sura verbessern. Ja, das Ganze ist umsonst, dann soll er das doch gerne tun. Ich denke, da hat unsere Königin nichts dagegen. So, sie hat auch nichts dagegen, eine Stadt zu gründen. Und das ist jetzt hier möglich. Wir kommen mit unseren drei Befehlspunkten überall hin. Jetzt schauen wir mal, was ist der interessanteste Standort? Hier haben wir ein, ich glaube, man braucht nicht zwingend zwei Küstenfelder. Hier ist das Goldfeld mit drin. Und ein weiteres Feld, Hügel, wo man Erze abbauen könnte. Hier würden wir hier oben Feld verlieren. Da unten zwei eher weniger interessante gewinnen. Ne, ich denke, hier ist der beste Standort. Und dann werden wir hier unsere Stadt gründen. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Familie widmen wir das hier oben? Wir schauen nochmal auf die Vorteile. Kann städtische Erweiterung auf Wüste bauen. Klöster und Tempel bringen 100% Ertrag, die Asakiden, die Geistlichen, die Jäger, Lager und Netze bringen 100% mehr. Wir haben hier 1, 2, 2 Fischvorkommen, die wir auf jeden Fall nutzen sollten. Wir haben hier allerdings mindestens 3 oder 4. Also ich denke, wir werden eine Stadt der Miran übergeben, aber dann eher doch diese. Wir schauen noch mal auf unsere Städte. Wir haben schon relativ, die Samarkand haben nur zwei Städte, wenn ich das richtig sehe. Wir schauen mal auf unsere Familien. Gibt es da etwas? Am wenigsten Städte, minus 40. Ja. Haben wir hier einen Bonus, die meisten Städte? Ja. Bei den Sassaniden haben wir das. Und bei den Miranen auch. Okay, ich denke, es macht durchaus Sinn, diese Stadt hier dann den Arsakiden zu übergeben. Und damit wird hier eine Stadt gegründet, die da heißt Artokoana. Und hier, denke ich, werden wir dann, ja, wie so oft zuallererst, einen Arbeiter ausbilden. Sehr gut, erstes Zwischenziel erreicht und wir schauen mal direkt auf unseren zweiten Siedler. Das ist jetzt, glaube ich, der wichtigste Zug, ihn hier weiterzubringen. Und dann schauen wir in gewohnter Manier zuerst auf unsere Städte und hier auf Parsa. Parsa hat den Dichterlehrling abgeschlossen. Hier wäre es natürlich auch gut, weiter Militär auszubilden. Aber ein Meisterdichter wäre auch eine gute Sache. Haben wir in Parsa mittlerweile gute. Boah, er würde minus 4 die Kulturstufe reduzieren. Das geht auf Kosten des Geldes. Das können wir uns aber leisten. Würde aber wieder 100 Stadtkapital kosten. Nee, das möchte ich mir aufsparen. Wir können hier schon in Richtung Meistermönch gehen. Auch eine gute Sache für Parsa. Unzufriedenheit würde sogar mehr bringen. Stadtkapital, Kultur, Unzufriedenheit. Oh, 10 Jahre ist aber auch super lang. Dennoch, ich denke, wir werden uns mal hier für den Meistermönch entscheiden. Dann denke ich, sollten wir das doch tun, bevor wir es vergessen. Haben wir hier die Möglichkeit, es müsste doch jetzt gehen, die Weltwunder zu bauen. Genau, und jetzt schauen wir gerade nochmal Siegpunkte. Alle Städte minus 2 Unzufriedenheit. Alle Städte minus 1 Unzufriedenheit pro Jahr pro Luxusgut in der Stadt. Generiert eine Einheit. Karawane alle 5 Jahre, das ist ja auch gut. Erhöht auch nochmal das Wachstum. Das ist ja nicht teurer. Ja, das kostet deutlich mehr Holz. Ist meines Erachtens aber besser. Haben wir hier nur ein. Ja, wir haben hier nur ein Luxusgut in der Stadt, deswegen sind wir hier nur bei minus 1. Aber insgesamt
bringt das doch mehr. Also hier haben wir halt global auf alle Städte direkt minus 2, aber ich finde die weiteren Boni bei Sukmahat Bashar deutlich besser. Städtische Erweiterung überall baubar, da gibt es auch keine Einschränkungen. Bringt aber auch global Stadtkapital, die Hagia Sophia. Wäre deutlich teurer. Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Ach, benötigt legendäre Kultur. Das haben wir noch nicht in Katura. Das können wir in Katura nicht bauen. Fällt mir früh auf. Auch hier ist die Kultur erst mächtig. Da haben wir keine Stadt. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Katura mächtig, Tus mächtig. Die sind alle mächtig. Aber. Und Katura wäre die nächste in 12 Jahren, wo das aufsteigen würde. Das heißt, wir könnten tatsächlich nur in Samarkand oder in Parsa diese Erweiterung bauen. Oder dieses Erweiterung, ja, dieses Weltwunder. Oder wir warten 12 Jahre, beziehungsweise supporten das noch hier in Katura. Das ist hier etwas, was, ja, naja, nicht wirklich, was nachhaltig die Entwicklung stützt. Okay, also ich würde dann doch noch dazu tendieren, vielleicht einen Tick abzuwarten. Hier nochmal eine Feste oder hier ein in Richtung Holz. Ich meine, hier haben wir sehr viel Holz, das sollten wir nutzen. Die 8,5 ist aber natürlich super, ne? Am Wasser. Okay, wir gehen hier hin und bauen dann doch erst nochmal ein Sägewerk. Dann ist untätig Susa. Sehr gut, hier ist die Unzufriedenheit zurückgegangen. Hier ist der Gärtner abgeschlossen worden. Oh, und wir haben wieder ein weiteres Luxusgut, und zwar Lavendel. Was auch schön ist, Lavendel will keine Familie mehr. Das heißt, wir können das Lavendel auch wieder einer Stadt zur Verfügung stellen. Und dann schauen wir nochmal kurz auf unsere Städte. Hier in einigen steigt die Unzufriedenheit jetzt wieder. Plus 7,4. Eieieiei. Ach so, die ist ja ganz neu, natürlich. Teredon war ja noch ein Thema und in Kermanschah steigt sie aber auch wieder an. Aber ich denke, wir sollten das nochmal nach Teredon bringen. Den Lavendel. Wobei, wenn das Kulturwachstum bringt, dann, ich meine, in Katura haben wir bisher auch nur noch eins. Ja, wir bringen das hierher und damit haben wir das nämlich schon mal auf 11 Jahre verkürzt. Sehr gut. Aber dann ist immer noch die Frage, was Susa jetzt als nächstes macht. Edelsteine. Ja, natürlich. Dieser Bergarbeiter. Ich denke, das ist klar, wir haben noch mehr als genug Bürger hier zur Verfügung. Dann schielen wir nochmal hier nach Hatra. Hatra hat einen Bergarbeiter abgeschlossen. Hier können wir auch nochmal in Richtung Graben gehen, Thema Unzufriedenheit. Eieiei, 9 Jahre. Ein Arztlehrling. Oder ein Philosophenlehrling könnten wir auch. Geht in Richtung Forschung. Wird wo eingesetzt? Hier in der Bibliothek.
Ein Meisterdichter wäre auch eine Option. Bleiben wir hier erstmal auf dem Pfad. Gehen wir mal in Richtung Meisterdichter. So, nochmal einige Arbeiter, die untätig sind. Sehr schön. Du stehst hier, hast die Feste abgeschlossen. Sehr gut. Hier können wir nächstes Feld anschließen oder auch ein Kaltbadehaus hier am Wasser. Ansonsten ist hier wenig Wasser. Ja, und Unzufriedenheit haben wir hier zuletzt gesehen. Minus 0,2 ist immer noch ein Thema. Von daher, das da oben ist schon sehr interessant, auf jeden Fall. Aber hier das Kaltbadehaus auch. So, nächste Einheit hier, die Bibliothek abgeschlossen. Sehr gut. Ja, dann können jetzt hier, könnten die Wunder gebaut werden. Eine Feste hier quasi im Außenposten. Was würden denn hier Sägewerke bringen? Oh, nicht so viel. Holz und Stein hat die Stadt aber auch ein Problem. Was würden dann Steinbrüche bringen? 9 und 7. Wird hier natürlich das Holz verschwinden lassen. Wäre aber vielleicht. Oh, ein Steinbruch ging auch noch dort. Hier wird der Weiler gebaut. Aber du gehörst hier gar nicht her, ne? Du bist die Wanderarbeiterin eigentlich. Schicken wir mal weiter. Wir wollten die ja so durchziehen lassen. Hier wird nämlich auch noch gebaut. Hier könnte jetzt noch eine Bibliothek gebaut werden in, wo sind wir denn jetzt? In Tus. Plus 5 Forschung, das ist auch nicht schlecht. Du baust mal hier die Bibliothek. Okay, du hast jetzt hier den Bauernhof abgeschlossen. Und der letzte würde da 7,5 bringen. Das wäre jetzt nicht so unendlich viel. Aber ehrlicherweise würde mir jetzt auch nicht direkt einfallen, was wir hier Besseres bauen könnten. Minensteinhof vor, da draußen. Das wird uns vorgeschlagen. Weiler würde nochmal Geld bringen. Die Erweiterungen würden hier aber nichts bringen. Also die Stadterweiterung. Wir machen hier nochmal einen schönen Bauernhof auf der Landspitze. So, nächste Einheit hier in Hatra hat auch die Bibliothek abgeschlossen. Hier wird uns vorgeschlagen eine Akademie. Stein, Stein, Stein. Hier würde ich aber. Hier könnten wir die Garnison bauen. Kaserne und Schießstand angrenzend. Oh, wir haben hier noch die Netze nicht. Okay, das ist dann allerdings ehrlicherweise das Wichtigste. So, du hast hier abgeschlossen. Ist hier auch sozusagen die planmäßige Arbeiterin. Hier hätten wir dann noch mal Pelze. Pelze wollen die Meran noch mal haben. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Schicken wir erstmal bis hier hin und dann haben wir aber sehr viel tatsächlich schon investiert. Wir schauen mal auf unsere Militäreinheiten. Die beiden lassen wir hier stehen, oder die drei besser gesagt. Die wollten wir auch stehen lassen. Ich glaube, wir haben jetzt hier um Katura alle Einheiten soweit zusammen, mit denen wir uns vorwagen wollten. Hier haben wir noch unsere guten Keulenkrieger. Wie sollen wir hier weiter marschieren?
Werden wir mit denen mal weiter marschieren, mit zwei Befehlen. Das ist jetzt ein bisschen die Vorhut, die wir so ein klein wenig als Spione einsetzen. Und dann haben wir keine Befehle mehr. Ich schaue noch mal ganz kurz durch bei unseren Infanterieeinheiten, ob wir noch. Und wir haben noch jede Menge Milizen, die wir auch zu rekrutieren. Ah ne, die heißen nur so, ne? Aber das sind schon Rekruteneinheiten, die können wir nicht mehr verbessern, oder? Gehe sie nochmal durch. Hier haben wir tatsächlich noch eine. In Susa haben wir noch eine Miliz, die wir verbessern können, aber ohne Befehle können wir auch das nicht. Okay, dann haben wir hier soweit alles erledigt, was wir machen konnten. Auch in diesem Jahr bereiten uns weiter vor. Der Blick geht nach Karthago. Das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.